Hallo und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Special, special, special. Irgendwas sei, hu, wir freuen sich. Also, keiner wusste es außer Mr. X. Habe ich es gesagt. Nämlich, ich werde ein Let's Play heute starten. Das ist das Special, dass ich es starte und ich werde das durchziehen bis Story durch. Und wir erstellen einen Charakter. Ich werde jetzt die erste Folge 30 Minuten machen. Ich habe mir meinen Lecker überstellt. Okay, Volk auswählen. Ich habe mich nicht hier, ich konnte lesen da unten. Ich muss dann pausieren. Ich habe mich nicht vorher entschieden, welches ich nehme. Ich lasse es jetzt einfach mal so durch, dass jeder mal was lesen kann. Boah, ich habe echt keine Ahnung. Im Char. Männlich, weiblich, ja, Char sieht nicht gut aus. So, wollte eine von den Klassen hier spielen, weil die habe ich schon alle. Das sind meine Hauptklassen und ich wollte jetzt noch eine von den Klassen hier dazu nehmen. Und ich habe für den Dieb wahrscheinlich entschieden. Das habe ich nämlich schon vorher. So, ein bisschen kleiner. Ganz vertrainiert. So. Hier springen wir wahrscheinlich. So, ist ein bisschen schwer anfangs. Oh komm, wir haben so richtig, richtig geile Farbe. War so. So geile Farbe. Das tausche. Das sieht gar nicht schlecht aus. Sieht man eh nicht. Ich mag die Herbstfarbe hier. Passt schon, so, möchte ich es bestimmt halt. Ich sehe auf diesen Taliban. Selbst hier, wirst du. Ich bin, ich nehmen würde. Das Legion passt natürlich zum Dieb. Jeder Farbe einfach cool ist. So ein. Loyaler Soldat. So und, Name. Das hätte ich früher machen sollen. XX. X Life. Nein. TOD Destruction. P Tod LP. Das ist der Name. Voll innovativ. Passt auch noch mehr Tod zum Dieb. So jetzt was Intro an. Ich sag schon das Intro an. Oh, bin ich leise. Ich bin Char. In dieser Welt ständiger Kämpfe bin ich die tödlichste aller Waffen. Ich erkenne keine Macht an, nur die geballte Faust meiner Legion.
Mit Kampfmaschinen haben wir unsere Götter getötet. Wir haben unsere Heimat Ascalon zurückerobert. Auf den Gräbern der Feinde flattern unsere Siegesbanner. Wenn wir schwanken sollten, könnte er uns durch die Klauen rinnen. Sieg um jeden Preis. Verborgenes ist mein Leben und mein Tod. Wo die Gefahr ist, will ich sein. Ich kämpfe im Dienst der Aschenlegion. Ich bin die Klinge in der Dunkelheit. Ich habe mir den Respekt der Kameraden verdient und für den Bedarfsfall Bündnisse geschmiedet. Meine Legion lehrt Tarnung, Geduld, Täuschung. Wir kämpfen, wo die Zitadelle es befiehlt. Aber nur für die Sache der Asche-Legion. Heute zieht die vereinte Armee der schwarzen Zitadelle gegen die Geisterplage zu Felde. Ich bin zur Verstärkung des Bollwerks eingeteilt. Soll die Blutlegion blind in den Tod stürmen? Soll die Eisenlegion ihre Kriegsmaschinen bauen? Ihr findet mich in den Schatten. Das ist meine Geschichte. Ja, das ist unsere Geschichte. Ich finde das so cool gemacht, dieses Intro sozusagen. Zumindest so ein kleines Einführungslevel. Zur Erklärung. Das mit den Geistern, vielleicht wissen es einige, vielleicht irgendwer Guild Wars 1 gespielt hat. Ascalon wurde von den, also die Ushar wurden aus Ascalon vertrieben, die Menschen haben sie angesiedelt, die Char haben zurück eingenommen. Die Mensch, also der König der Menschen wollte, dass das angenommen wird, hat alle verflucht und dann kommen die dauernd als Geister wieder und kämpfen weiter, um das Land zu verteidigen und so. Und das geht jetzt schon auf den Sack. Wenn es jetzt noch laden würde, wäre es perfekt. Wir haben im Moment exakt 0 Uhr 28. Ich würde sagen, es ist ja Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen außerdem noch. Das hatte ich gerade am Anfang vergessen, weil einfach flashing, geilen Game. Ich habe selber, sagen wir mal schätzungsweise, um die 200 Spielstunden mittlerweile. Also ich habe jetzt einen 80er, einen 40er, 220er, dürften um so um die 200 Spielstunden sein. Ich sag mal, 80er ist jetzt auch schon in einem Beruf oder Level 500. Also kann die Scheiße mal laden? Ich zocke jetzt gleich irgendein Game dabei auf meinem Tablet. Juhu, hat geladen. Hält euch Legionär so und so. Der Tusia. Schumpelspalter. Hier kommt gerade rechtzeitig, Soldat. Eine Geistarmee. Die Geistarmee ist wochenlang auf das Tor angestürmt. Jetzt ist sie tatsächlich durchgebrochen. Kämpft euch zur Front durch und meldet euch besser in Holy Christ durch. Machen für die Legion. Okay. Hey, wir haben dann einen Dolch am Anfang. Ja, es sind Bogen, ich krieg das mal auf den Sack. Hier, es ist, wenn wir Gegner besiegen. Lernt man halt die nächste Fertigkeit, ist halt nicht so, wie wir das per Level machen oder so. Ich finde das recht cool mit diesem System. Fokus haben wir den zweiten, das ist der Herzsucher. Je weniger lebende Gegner hat, desto mehr Schaden machst du damit. Und springt so ein Stück. Ich will jetzt erstmal auf den Dreier-Skill freischalten. Die Pass halt. Wie. So wie der. Das ist anders. Wer WoW gespielt hat, kennt vielleicht. Den Schurken aus WoW spielt sich ein bisschen. Also spielt sich
Ich kann es ein bisschen vergleichen. Ich brauche eure Hilfe. Tribun Brimstone hat mich in die Gruft befohlen. Aber ich bin zu erledigt. Ich schaffe das nicht. Was ist da so wichtig, dass der Tribun der Blutlegion sich persönlich darum kümmert? Der Geist von Herzog Baradin ist viel stärker, als wir gedacht haben. Seine Armee hat gerade unsere Verteidigungslinie durchbrochen. Ah, was ist denn das? Wird ihn frontal angreifen. Wenn er es schafft, wird es Wochen dauern, bis sich der Geist neu gebildet hat. Und wir können unseren Verteidigungsring wieder aufbauen. Schon unterwegs. Von geilen Charakter. Uiuiui. Oh, ich bin unsichtbar. Kurzzeitig. Ist mal cool. Das haben jetzt die drei Stangenzähne. Dreht euch auf der Stelle. Das ist also ein AOE. Mit kleinem Schaden, der Blutung zufügt. Blutung ist Signal, leitet über den Zeitraum halt immer wieder Schaden. Bisschen Ahnung von dem Game habe ich. Wenn man vielleicht sehen sollte. Tot. Gehen wir weiter. Hoi. Tier. Das wollte ich ja. Na, das mache ich noch. Gut. Hoi. Können wir was machen? Teleportieren wir uns hin. Na klar, wir was. Jetzt haben wir den Schädel geklaut. Das können wir machen, dass die Angst kriegen. Das ist halt die Fertigkeit vom Lied. Kannst du zum Gegner hinporten und klaust mit irgendeinem Gegenstand. Vergessen, es ist halt ein Totenschädel. Es gibt auch so Waldviecher. Dann klaust du einen Ast, mit dem du niederknüppeln kannst. Und das hier ist unser Heilskill. Also wir machen uns unsichtbar und heilen uns dabei. Kriegen die Regeneration noch. Hui. Komm, ich geh down. Töten wir die alle. Zu sagen. Bam, tot. Schwächen den und bam. Das macht halt über 50% 19 Schaden, unter 50% 29, unter 25% 39. Der Schaden wird halt schon recht groß. Gegen Ende. So. Das ist. Mit dem kommt man noch ein bisschen öfters zusammen. So, jetzt müssen wir hier erstmal vier Wellen Gas besiegen. Ich habe das Ganze ja schon mit einem anderen Schachcharakter gemacht, damit ich das anders gewählt. So, haben wir hier den AOE rein. Und töten die mal kurz geschmeidig. Versuchen wir nicht viel Schaden rauszuhauen, für jeden wie wir anhitten. Hui, geht down. Entschuldigung, mein Vater war gerade dran und so. So. Jetzt gerade der Boss sozusagen drin. Der ist jetzt in die Steinstatue, hat die zum Leben erweckt. Und jetzt will uns damit prügeln. Boah, da wir mega oberskillt sind, machen wir das überhaupt kein Problem für uns. Mit dem Blutung drauf. Und jetzt halt einfach drauf. Wir ja zwischendurch die Blutungen. Jetzt hat er uns gerade weggepusht. Vielleicht keine Chance gegen uns. Machen wir den hier. Alter.
Der hält doch schon echt viel aus. Und alleine macht es eigentlich sind hier noch mehr Spieler, aber die meisten Spieler haben das schon lange hier durch. Uiuiui. Ui. Ich würde sagen, die haben wir schon mal. Nehmen jetzt, warte, muss ich ins Bett wegen morgen Weihnachten und so, muss morgen noch Christbaum schmecken bei uns. Ich nehme jetzt nur 40 Minuten auf, also es wird jetzt nicht so, geht jetzt noch. Ich habe jetzt meinen Wecker hier gestellt. Jetzt macht er hier die Dover-Cutscene nicht abspielen. Entschuldigung, ich muss mir wieder zwischendurch husten. Trinken wir im Moment deswegen was. Ich habe von eurer Leistung in der Gruft gehört. Bin beeindruckt. Das Kommando hatte Tribun Brimstone. Ich habe nur meine Arbeit getan. Stellt euer Licht. Sieht irgendwie so aus wie so ein Schwein. Ihr war Teil der Truppe, die Baradin bezwungen und den Geisterangriff abgewehrt hat. Rauchheim ist jetzt sicher und ihr habt mit dazu beigetragen. Aber die Leute sind immer noch nervös. Es wäre gut, wenn sie sähen, dass jemand wie ihr da ist und sich kümmert. Je schneller wir hier für Ordnung sorgen, desto früher sind die Legionen wieder einsatzbereit. Ihr könntet helfen. Ich hätte lieber Freiwillige. Aber wenn Befehle nötig sind, werde ich sie erteilen. Das wird nicht nötig sein, Legionär. Ich melde mich hiermit freiwillig. Schweinekopf hätte ich mir lieber nennen sollen. So, erstmal so, das ist abgeschlossen. Sonst ausruhen für den zweiten Dolch nehmen wir eine Pistole. Ich nehme die Pistole. Jetzt haben wir hier. Der Dreier-Skiff ändert sich halt. Das muss ich noch kurz erklären hier. Das ist ein bisschen anders. Dolch. So, warte. Hier Dolch. Hat zwei Fertigkeiten, diesen Standard. Wenn du Blackhand erst bekommt man Schlangenzähne dazu. Hat man eine Pistole, bekommt man Schattenschuss. Hat man einen zweiten Dolch. Dolch, Todesbücher, sonst sind da durch. Es unterscheidet sich halt, welche Waffen man als zweiter Waffe hat. Dann machen sich die anderen drei Skills halt. Ich werde halt anders. Ja. Also, und bei Schwert ist das genauso. Pistole hier genauso. Ich werde. Ist wahrscheinlich. Wow. Mich mal gucken, dass ich werde Schwert Dolch wahrscheinlich spielen und Doppelpistole dabei noch, wenn ich die nötigen Sachen dafür habe. So, was mit dem Speer hier zu. Rauchheim liegt außerhalb der schwarzen Zitadelle, auf Land, das wir von den Menschen zurückerobert haben. Von dort aus planen wir unsere weiteren Vorstöße Richtung Osten und Norden. Wir werden auf Widerstand der Flammenlegion treffen und mit einer askalonischen Geisterplage zu tun haben. Die Legion brauchen alle verfügbaren Kräfte. Auf euren Abenteuern werdet ihr magische Asura-Wegmarken finden, die ihr gegen einen kleinen Obolus benutzen könnt, um das Obolus ist ein durchreisen. Ich bin sicher, ihr werdet viele anspruchsvolle Herausforderungen finden und eure das sind Fertigkeitspunkte. Das sind auch noch recht wichtig mit neuen Fertigkeiten als Dingsen. So, nicht auch immer. So viel Sprinten gibt's nicht und meine Gilde. Habe ich die Gilde? Hier ist meine Gilde im Moment. Wo ist meine Gilde hier war? Ich muss das alles referentieren. Könnt hier, könnt gerne weit, wenn jemand trifft. Ravengard's coole Gilde. Auch wenn die alle älter sind, nutze ich Event. Viehtreiber, was sind denn so ein Viehtreiber? Hier, das ist ein Viehtreiber. Da haben wir stoßen. Lauf. Lauf, du Hure. Wir sind noch drin. Wir machen kurz das Event hier. Also es gibt Events, die werden immer so
die Truppen halt sozusagen in bestimmten Abständen immer. Ich finde eigentlich coole Animation, das hat die Animation von. Die Animation von Elementarmagier Dolch, Nahkampf. Also wenn du Blitz hast. Hat die gleiche Animation. Wie viel Schaden macht der 2? 2 ist ja so ein Skill gegen den normalen Gegner. Oh ja. Juhu, jetzt haben wir schon mal alles. Holen wir uns erstmal hier den Punkt. Wenn dann mal die Quester reading. Stirb, Flachwurm. Hier seht ihr, wir haben keine Chance gegen uns, obwohl die ein Level überhaupt sind. Wegen meinem derben Skill. Bam. So. Wir schließen und hier im Moment diese Herzlampe sind nicht richtig so. Wie kann man sagen? Sind nicht richtig so. Quests, sondern es ist einfach so. Ja, könnt uns helfen, dann kriegt ihr was dafür. Weil halt nur gebietsmäßig. Das ist nicht so das Quest-System, was man aus WoW oder sowas kennt. Die Quests sind ein bisschen abwechslungsreich. Ja. Seht ihr, sag mal, jetzt manchmal so unsichtbar. Dann sehen die uns Gegner nicht. Sehen die Gegner uns nicht und nicht sehen. Ja, egal. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Hier kann man abfeuern. Kriegen wir auch was für. Wir müssen einfach das hier voll machen. Ein bisschen Sachen sammeln. Mit die Stangen hier sind recht stark. Schaden her. Es gibt so eine Gefällthacke, die ist mega OP vom Schaden her. Lass mal einen Schattenschuss. Schießen wir ihn an. Und teleportieren zu und schlagen den dann. Soweit ich weiß. Ja, wir schießen, schlagen zu. Und blenden den dabei. Blenden ist ein Gegner. Macht beim nächsten Treffer einfach keinen Schaden. Ich das verstehe. Hey. So, das war mir die Quest zu Ende. Dauert nicht mehr allzu lange. Hui, ausgewichen. Mega unnötig vorholen. Die Quests machen wir jetzt noch. Wir haben uns auch schon mal den Wegpunkt da. Ui. Ich will erst mal gucken, dass ich das Startgebiet hier komplett, also komplett ausfülle. Das heißt, alle Wegmarken, alle Quests, alle Aussichtspunkte, alle Sehenswürdigkeiten abschließe. So finde. Es gibt mehr Erfahrungspunkte für und am Ende bekommt man halt für das komplett abgeschlossen so einen kleinen Schatz. Zu sagen. Ui. Kriegen wir Punkte für erstmal das Mörsergranaten aufnehmen. Den Baum, den ihr gerade gesehen habt, den kann man später fällen, sobald man Sammelwerkzeuge hat. So, das hätten wir. Oh, jetzt habe ich vergessen. Scheiße. Ah, oh, fuck. Auf jeden Fall stand da drin, dass wir uns beim Wüsten mit dem Tribun treffen sollen und wir, was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen dahin und holen uns erstmal Waffen. Kann man sich ein bisschen schneller fortbewegen. Uiuiui. Mein Inventar, voll episch. Die Sammelgegenstände speichern. Ja, 25 Gold. Viel haben wir schon. Nein. 25 Silber, das glaube ich in Gold.
bin mir dran, das ist halt das Skill von allen Charakteren zusammen. Ich habe im Moment nicht, weil ich trainiere einen Beruf auf 500 da. Das war ein bisschen teuer. Das sollte auch trotzdem reichen, erstmal ein paar Waffen zu kaufen. Stufe 2 sind wir. So, 0 bis 2. Waffen. Ein Schwert. Nehmen wir einfach das teuerste. Weil wenn es gut ist. Scheiße, für Stufe 2. Wir wollen jetzt eins mit Präzision am besten hier. Wir kaufen uns jetzt nur eine einzige Pistole. What the fuck? 35 Silber? Wie präzise. Schon ganz nice. So, haben wir schon mal die Waffen, mit denen wir kämpfen wollen. Das ist die eine Kombo, die wir spielen werde. Also mit Schwert und dann Dolch. Und ab Level 7 können wir Waffentausch nicht machen. Das Pistole. So, Pistole ist ganz lustig. Uiuiui. Kann ich mal die zittlichen Sachen machen, ich bin meistens zu faul. Wenn ich die Zeit habe, manchmal auch nicht die Lust, also. Das ist ganz cool. Gucken wir, warum die Pistole machen wir jetzt noch die ersten drei Skills, damit ich euch auch zeige. Das ist halt so ein Schuss, mit dem Blutung erzeugst. Jetzt habt ihr mal Ausweichen in Action gesehen. Die kann man recht gut mit Fernkampf töten, die Würmer. Kommt. Läuft einfach wieder ein bisschen weg. Tot. Uiuiui. Gehen wir da oben hin, das ist so ein Fertigkeitspunkt, den können wir uns holen. Hopp. Oh, Flammenlegion. Ausgewichen. Und haben wir jetzt schon mal getötet. Körperschuss. Schießt auf einen Feind und macht ihn verwundbar, also Verwundbarkeit. Ist. Man kriegt 5% mehr Schaden und man wird unbeweglich. Und das ist schon wieder so ein Event. Was wir jetzt nicht machen, wenn man einfach hier nur den Gegner sozusagen besiegen. Das ist so ein Fertigkeitsausforderung. Deswegen die kämpfen. Das war ein bisschen hoch. Stufe 5. Schaffen wir das? Nee, baue ich erstmal aus. Lieber. Sieht man, schießt dann so zwei Sachen ab. Hui. Nicht bewegen. Ganz nützlich. Wie oft muss ich es noch sagen? Keine dürren Nagelzahn-Langfinger auf meinem Schießplatz. So, das. Das ist mein Tablet der Cars. Fest auf die erste Folge und das Weihnachtsspecial. Schöne Weihnachtsferien und so von mir aus. Und tschüss, bis dann die nächste Folge kommt oder das nächste Video überhaupt. Ciao mit V-Wow.